Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 278. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mod von Klaas. Und einem Don, der jetzt nicht genau wusste, welchen Gang er nehmen soll, aber er hat sich nun doch für die große 6 entschieden, aufgrund dieser sehr eng ausschauenden Kurve hier. Obwohl es in dieser Trailer nicht in den Gegenverkehr kommt hier. Das sieht die Genossenschaft nicht gerne. Ja, wir haben es fast geschafft. Also im Nachhinein betrachtet hätte ich die Tour vielleicht auch in der letzten Folge noch zu Ende fahren können. Aber naja gut, wir waren ja schon bei über 30 Minuten in der letzten Folge, deswegen denke ich mal schon okay, so wie es jetzt ist. Das ist eine ganz schlechte Situation hier, wenn die sich nicht einig werden. Ah. Ja, kommen sie vorbei. Sie kommen vorbei. Jetzt hol aber nicht zu weit aus, Kollege. Ich stehe auf der Linie. Geht nicht anders. Ah, doch, klappt. Nun fahr weiter. Ist das der hier für technische Probleme oder was? Oder irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, für die, die das Spiel nicht so richtig kennen oder so, ne? Also wenn die sich verkeilt haben, die fahren sich in der Regel rückwärts von hier ein Stück zurück hier, fahren sich frei und dann geht es noch ganz normal weiter hier, als wäre nichts gewesen. Also er hätte jetzt schon längst weiterfahren müssen. Wir sehen hier, der macht die Warnblinkanlage, flackert immer mal, also der macht immer mal die Warnblinkanlage aus. Und kurz danach aber auch gleich wieder an. Ich müsste jetzt quasi zusehen, dass ich dann hier vorbeikomme. Das Problem ist, wenn ich in den Gegenverkehr fahre, der hält ziemlich lange drauf. Also der müsste quasi da anhalten. Ja, hinterm Gebüsch eigentlich, so da hinten irgendwo müsste der Gegenverkehr anhalten. Und dass ich hier durchkomme. Wenn ich überhaupt vorbeikomme, ich glaube es fast gar nicht. Da hätte ich schon eher auf die linke Spur gemusst. Ich weiß gerade nicht, ob es da überhaupt einen Konsolenbefehl gibt. Dass die KI sich neu lädt oder so, dass der sich hier vielleicht dann frei fährt. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass wir die ganze Sache noch verschlimmern. Obwohl, könnte klappen. Oh, die halten aber schön weit vorne an hier. Das ist gut. Er scheint nur irgendwelche technischen Probleme zu haben. Ja, so wie zu dem Thema hätten wir vielleicht in der letzten Folge noch zu Ende fahren können. Ja. Unverhofft kommt oft. Das ist natürlich immer krass, wenn genau solche Situationen dir passieren, wenn du den längsten und einen der schwersten Trailer hinter dir herziehst. Wenn du hier ganz normal ein Stück gut Verkehr. So, ich mache mit so einem kleinen Einachs-Trailer fährst, wo 20 Paletten drin stehen hier, da passiert ja sowas nicht.
Traffic from the right. Right. Nicht vom, nicht, also nicht vom Licht, sondern von rechts. Oh, das wird nichts. Du biegst jetzt bitte nicht links ab, weil dann lässt du nämlich deinen Trailer in meiner Schnauze hängen. Das ist nicht gut. Aber du lässt mich wohl raus. Lass mich bitte... Ne, du willst sowieso nicht abbiegen, aber du lässt mich trotzdem raus, gell? Hauptsache, der PKW bleibt da stehen, wo er steht. Spiegel bitte dran lassen. Ja, wir fahren nicht direkt rein nach Grand Canyon Valley. Wusste ich offen gestanden auch nicht. Das ist so ein kleiner Vorposten, sage ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir nur langsam machen und hier. Ach, hier rechts hin, okay. I see it. I see it. Ja, so ist das ja auch mit dem Double Trailer, ne? Dann hast du immer hier so eine relativ einfache Einparkvariante. Ich das gerade ein bisschen anzweifle, ob das wirklich so einfach ist hier. Was ich mich gerade frage, wie ich hier wieder rauskommen soll. Hä? Meine ich das ernst? Reicht das jetzt schon? Ich muss mir kurz den Routerwisser gucken hier. Natürlich nicht. Also normalerweise hier Dolly mit Trailer dran zu rangieren, finde ich jetzt eine sehr schöne Herausforderung. Das Problem ist aber, dass wir hinterm am Trailer dran quasi nochmal so ein Ding haben. Und die Richtung zu beeinflussen, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Können aber einen Schleichgang nehmen hier, dafür haben wir den. Also ich brauche LL, ne? Das ist Low Low quasi. Das ist die kürzeste Übersetzung, die uns das Getriebe hier zur Verfügung stellt. Also natürlich so wenig Platz hier. Wie gesagt, einfach nur den Dolly und den Auflieger, das lässt sich im Prinzip fahren wie ein Gliederzug. Oder rangieren wie ein Gliederzug. Das ist eigentlich eine schöne, wie gesagt, Herausforderung, aber halt eine lösbare Aufgabe. Aber ich sehe auch den blöden Dolly, der da hinterher fährt, nicht. Oder wird der vielleicht gesperrt, dass der gar nicht einknickt. Das wäre natürlich eine super Lösung, ne? Das gucken wir uns doch direkt mal an hier. Also normalerweise müsste der jetzt auf 7:30 stehen da hinten. Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ne, da knickt ein, seht ihr das? Knickt auch ein. Ja, das Ding ist hier der Krebsschaden hier. Das Ding ist der Krebsschaden, weil davon abgesehen, dass du den gar nicht richtig im Spiegel siehst. Ne? Oh, Backe. Wir ignorieren den einfach mal. Also, soweit wie man ignorieren können, natürlich. Ne? Wir arrangieren jetzt so, dass wir hier nur den Trailer
noch Möglichkeit gerade kriegen. Vorfahren noch wieder. Jetzt machen wir gerade Mist. Ich sage auch noch, es lässt sich eigentlich arrangieren wie Gliederzug. Und dann lenkt trotzdem ein, wie beim Sattelzug. Ja, wir müssen uns jetzt hier Stück für Stück an die Sache herantasten. Kurz Nachrichten gucken wir wirklich nicht hier, ne? Wo ist denn hier das Hütchen? Auch da unten sehe ich eins hier. Muss ich vielleicht einfach mal hier mit der Haube hier zwischen die Container fahren? Könnte ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Das Problem ist dann wieder zurückzufahren. Das wird hier nichts hier. Das Problem ist, dass wahrscheinlich der hintere Dulli uns jetzt wieder quer kommt, aber ruhig quer. Nee, das Fähnchen ist noch okay. Ja, Mann, das tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich hier einpacken soll. Ich könnte es mir nicht erklären. Jetzt kommt der Dulli wieder hinten rum. Da war's, Männers! Keine Ahnung wieso, aber... Oh. Will mal ganz kurz schauen, wie das jetzt hier... Also Mitte, wieso sehen die Hühnchen so platt gedrückt aus? Weil ich drüber gefahren bin, oder was? Wo stehen jetzt die hinteren? Ach, ganz da hinten, okay. Alles klar. Ich verstehe. Also, die vordersten Hütchen markieren die Stoßstange von der Zugmaschine und die hintersten wirklich das Trailerende. Ich hatte den Eindruck, dass es immer mal ein bisschen komisch aussieht. Ja, ist das nicht so richtig hinhaut, aber es scheint doch in Zahlen. Okay. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal die Auswertung noch gemeinsam an und was wir für Verspätung haben. Ausgezeichnet. Überhaupt keine Verspätung. Hey. Okay, cool. Ja,
Ich schaue mal, wie es weitergeht, ne? So, ich konnte ja mit dem Vorlautemeister sprechen. Und er hat eine Tour für uns. Hier steht übrigens unser Trailer, ne? Den wir abgeladen haben. Das war ein Krampf, hier rauszufahren, gell? Das war, also, wie ich es erwartet habe. Also, hatte ich ja gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, ob und wie ich hier rauskomme. Es war spektakulär, ja. So, und hier steht unsere nächste Herausforderung. Aber der ist nicht ganz so krass hier. Das sind eigentlich so meine Lieblingsträder in der ganzen Spielgeschichte hier. Die haben nicht diesen Hinterherlauf-Dolly dran. Das ist eine richtig geile Kante hier. Total sinnlos. Aber du kannst ja schön die Karre dran kaputt machen. Ja, merkt schön hier, Fahrzeit. 2 Stunden haben wir jetzt noch, exakt. Fahrzeit. So, raus hier. Ankoppeln. Abfahrtskontrolle. Ja, hier mit den Stützen im Asphalt gewesen, einwandfrei. Warte mal, nur ganz kurz. Wollte ich hier nicht mal rote Blinker? Stimmt da irgendwas nicht? Hier waren hundertprozentig heute hier die Version mit den roten Blinkern. Na ja, gut. So, Begrenzungsleuchte geht. Zugketten sind fest hier. Das ist ein Ungetüm, oder? Ein richtiges Ungetüm, was wir hier geladen haben. Hier die Zugketten hier. Aber, ach du. Nur mal kurz hier rein hier. Was sind denn das hier für Methoden? Ist nicht gut. Hier, diese. Das ist nicht gut. Ah ja. So, was haben wir hier? Ah, das sieht schon besser aus. Oh nee, es ist genauso hier. Seht ihr das hier einfach so drum gewickelt und sehen Sie, also in Europa sehen Sie das nicht gerne. Aber Lichter gehen, Plakat ist dran, Fähnchen sind dran hier. Blinker geht, Begrenzungsleuchte geht. Dolly leuchtet und blinkt. Ja, ich könnte schwören, ich hätte die rote Blinker mal dran, hat irgendeiner ausgetauscht. Irgendeiner ausgetauscht, so. Hübsch. Ja, nicht lang stacken, Meilen machen. Raus hier aus der Hütte. Nur mal gucken, ob hier sich alle Räder mitdrehen, respektive ob die Liftachse unten ist. Mein Herz zwar nicht hoch gemacht, also hätte, aber naja, müsste zwischendurch mal das Spiel neu starten, deswegen würde ich mich jetzt da jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Blöde Stoppschilder immer. Wir fahren jetzt erstmal hier die. Das ist ja hier meine Seite verblättert. Mensch, keine Übersicht. Nee, wieder verblättert. Was ist das jetzt hier? Die US 180, genau. Die US 180 hoch in Richtung. Richtung Grand Canyon Valley.
Ah, ein bisschen rumspielen hier. Ja, Grand Canyon Valley, kleines Dörfchen mit gerade mal 1500 Einwohnern. Warum haben wir das Dörfchen hier im Truck Simulator geschafft? Ganz einfach. Das ist so die Touristenhochburg rund um den Grand Canyon. Also das heißt nicht nur so, der ist tatsächlich da, ne? Genau neben dem Dorf da ist, da geht der Grand Canyon lang, wo der Colorado River durchfließt, ne? Und dieses Grand Canyon Village ist tatsächlich ein Dörfchen, was da voll und ganz vom Tourismus lebt. Alle Einwohner, die dort wohnen, haben irgendwas hier mit dem Nationalpark zu tun, um dem Grand Canyon. Oder haben auch zumindest indirekt halt damit zu tun. Ja, von daher. Obwohl es nur 1500 Einwohner hat, das Dörfchen, hat es trotzdem aber auch jedes Jahr 5 Millionen Touristen. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist dann schon eine Ansage. Ja, ich wäre eigentlich gerne mal reingefahren, aber halt nicht hier mit dem Monster hier hinten dran. Um hier schon zu tun. Haben wir jetzt hier schon zu tun. Ja, wo kannst du auch ein Page, das sagt mir aber was. Oh, der kleine 5 hier, das war sehr optimistisch, gebe ich zu. Ich hole da jetzt noch ratzifatzi auf den Parkplatz. Ganz schlecht. Sie fährt sich auf den Parkplatz, da ist eine schöne Tankstelle mit Parkplatz, da kommen wir wahrscheinlich auch mit diesem langen Ungetüm ganz gut klar. Wobei ich jetzt vom Rangieren her jetzt eigentlich so weniger irgendwelche Ängste, Ängste haben wir sowieso nicht, Tracker haben keine Angst, keine Befürchtung haben, weil wir ja nun diesen einfachen Trailer da haben, diesen. Also Dolly und Trailer dran und das war es. Also nicht nur mal diesen Nachläufer da, der da hinten dran hängt. Ja, das macht die Sache schon wesentlich einfacher. Da kannst du da mal ein Stück zurücksetzen. Ja, tanken müssen wir sowieso hier. 600 Meilen hier und keine Ahnung, wie viel Gallonen durchgejagt Hammer hat. Ja, das ist jetzt die Arizona 64, ne, die wir befahren im Übrigen. Nicht vergessen zu erwähnen. Ah, okay, jetzt mal richtig Kit geben hier. Zu viel, wir dürfen nur 65 fahren hier. Ich glaube, die Motorbremse können wir jetzt drin lassen bis zur Kreuzung. Ah, kann er noch ein Stück rollen lassen. Ist das das, wo ich hin wollte? Ja, doch, das müsste es eigentlich sein.
wollte ich hin mit euch. Ich weiß, ich habe jetzt nicht angehalten, obwohl da ein Stoppschild stand, aber... Es ist immer ein bisschen knapp bei Zeit. Zweitens war es gerade frei und ich muss meine Kupplung ein bisschen schonen hier. Wir haben jetzt schon die Fahrzeit überzogen, deswegen würde ich jetzt sagen, probieren wir es jetzt hier auf direkten Weg hier. Wo kann ich denn hier Pause machen? Ja, auf hinter der... Hä? Ich verstehe nicht. Liebes Navi. Halt. Ist der Zaun weg? Könnte es sein? Könnte ich zurück da hinter die Tankstelle? Was hinter uns, Neger? Ja, fahren wie ein Gliederzug, ne? Wenn man die Augen offen lassen würde, wäre das auch halb so wild. Ich erinnere mich. Geil. So, ich mir das vorgestellt. Oh, so genau, also das sah ja auf der Karte schon sehr vielversprechend aus und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier Platz haben und ja, oh Leute, ist das schön. Da geht mir voll einer ab hier. Entschuldigt den Ausdruck, es könnte ja sein, es gucken Minderjährige zu. Verzeihung. Muss ich trotzdem mal reingucken, ob das ist. Oh, oh, ist das geil. Nee. Bevor die Strafe reinkommt. Ja. So, da würde ich sagen, nächste Folge, da gehe ich dann auch nochmal, Verzeihung, auf die Tourdaten ein. Ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen aufgrund des Zeitdrucks, den wir hatten hier. Ja, nächste Folge, wie gesagt, Tourdaten, tanken und dann geht's auf. Es warten, lass mich kurz schauen hier, ich habe es mir aufgeschrieben, 1939 Meilen auf uns, also das kann ich schon mal vorweg sagen und es geht nach Thunder Bay. Ja, es wird auf jeden Fall eine geile Tour, klappt mir das. Auch wenn das erstmal jetzt nach langweiligen, stupiden Fernverkehr klingt, aber es glaube ich nicht, irgendwas passiert da immer. Im Schwerverkehr immer. Ja, gut, also bis hoffentlich zum nächsten Mal. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, falsch und rechts, grüße Leute, macht's gut. Ciao.